have drinks tomorrow. Wir machen Kommissionsfahrzeuge, das heißt, bei uns bekommt man eigentlich so gut wie alles. Sagen wir mal so, der Plastikanteil eines neuen Autos ist natürlich dramatisch höher. Es gab ja damals noch im Prinzip gar kein Plastik. Und damit sind halt diese Handwerkskunst. Heute sind Autos Flottengeschäfte. Man spricht von Flottengeschäften. Das sind Serienmodelle, die in großen Stückzahlen gebaut werden. Und damals waren es halt kleine Stückzahlen, zum Teil tailor-made, Handmanufaktur. Und das ist schon der Unterschied. Und deshalb genießt der Betrachter diese historische Kunst der Herstellung eines Automobils. Also man spricht ja heute schon von dem Begriff Neoklassiker. Das heißt, es sind modernere Autos, aber in sich schon aufgrund der meistens eigenwilligen Designs und aber auch von den Stückzahlen, dass einfach da nur 50 Stück oder 100 Stück gebaut werden, das werden wahrscheinlich die Klassiker der Zukunft dann sein. Das gibt es von McLaren, das gibt es von Pininfarina, das gibt es von Ford, die GT40s, der hier jetzt hinter mir steht. Und da hat eigentlich jeder große Hersteller so seine Besonderheit, seine Limited Editions, und das sind für mich die Klassiker von morgen. Und somit haben wir wieder das Besondere, durchaus auch mit Elektro oder Hybrid oder Wasserstoff. Da mischen wir uns jetzt gar nicht so sehr in die Antriebstechnik rein, weil wir sagen, wir müssen das letztendlich auch akzeptieren, was der Kunde möchte. Und nicht, da sind wir jetzt nicht diejenigen, die was vorgeben, sondern wir nehmen das dann im Prinzip zurück, was der Kunde hat. Das auch krass, finde ich.
wie es funktioniert, aber man hat einfach einen hohen Respekt, mit wie viel Liebe dieses Auto damals hergestellt worden ist.